Guten Morgen, vielen Dank für die Begrüßung und vielen Dank auch Björn für die Einladung, hier zu sein. Mein Name ist Markus Dapp. Ich, wie in der Einführung schon gesagt, ich habe zwischen 2009 und 2012 für die Stadt München gearbeitet als IT-Stratege und habe dort die Themen Open Data und Open Government unter anderem durch das MOGDI-Projekt hineingetragen. Habe dann anschließend 3 Jahre bei der Open Knowledge Foundation Deutschland und England gearbeitet, zum Teil ehrenamtlich, zum Teil gegen Bezahlung und bin jetzt seit dem Oktober letzten Jahres bei Fortis und dort leite ich das Institut for Public Information Management in IPIMA. Wir beschäftigen uns ganz viel mit E-Government, jetzt neu auch mit ein paar Open-Themen. Wie Sie auf der rechten Seite sehen, sind Open-Themen so ein bisschen verschiedene Openness-Themen im digitalen Bereich so mein Steckenpferd. Und ja, deswegen freut es mich auch sehr, dass ich heute hier sprechen darf und vielleicht eine bisschen andere Perspektive noch auf das Thema Teilhabe in der digitalen Demokratie oder Gesellschaft bringen kann. Ja, ich habe vor, so ungefähr 30 bis 40 Minuten vielleicht zu sprechen und dann gerne mit Ihnen zu diskutieren, auch über Themen, die vielleicht jetzt nicht direkt angesprochen werden, wenn Sie noch zu MOGDI was wissen möchten oder so. Was denken Sie, sehen Sie hier? Also rechts sieht man, das sind Kürzel für Länder. Domain-Kürzel, SE steht für Schweden, AT für Österreich, CH ist die Schweiz und DE sind wir. Einsatzcomputer in Schulen, ja. Wäre Deutschland zu hoch? Also, es ist ziemlich schwierig, es hat tatsächlich nichts mit Schulen zu tun. Es ist die Antwort auf die Frage, haben Sie in den letzten 12 Monaten E-Government verwendet? Fragen an die Bürger, haben Sie in den letzten 12 Monaten E-Government oder irgendeinen E-Government-Dienst verwendet? Und das ist eine Grafik aus dem aktuellen, also beziehungsweise 2015 Ausgabe vom E-Government Monitor, den IPIMA auch rausbringt seit 2010. Ja, und die Kurve steigt. Ja, genau, das neue Elster, da haben dann ein paar Leute geklickt, genau. Also es ist eine repräsentative Umfrage und irgendwie die Kurve für Deutschland steigt nicht. Also ganz offensichtlich steigt die Kurve nicht. Und da allein könnte man eine Stunde drüber diskutieren, aber ich möchte Ihnen das nur aus ein bisschen einer anderen Ecke, oder? Wir unterhalten uns heute über Ausbildung und Bildung von Jugendlichen und digitale Gesellschaft. Das ist am anderen Ende des Spektrums. Das sind jetzt nicht primär Jugendliche, die sind sicher auch irgendwie dabei, aber es sind natürlich nicht primär Jugendliche. Das ist die Bevölkerung in Deutschland, die mit ihrer Verwaltung kaum digital interagiert. Ich kann das wahrscheinlich. Ist egal. Also welche Kompetenzen brauchen wir für eine aktive Teilhabe in dieser digitalen Gesellschaft und wie kriegen wir sie? Reift der Lautsprecher? Der Start ist relativ einfach, wenn man es platt vielleicht sogar anschaut. Es ist ja nicht so, dass es an der Neugier der jungen Leute mangelt, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Es ist eher so, dass die Neugier sehr weit und sehr breit ausgeprägt ist und man sie häufig einfach auch kanalisieren muss, um in ihrer Rolle jetzt irgendwelche Lernziele zu erreichen. Und ich möchte jetzt in den nächsten paar Folien 3, 4 Bereiche, Kompetenzbereiche ansprechen, von denen ich glaube, dass sie sehr relevant sind die sehr relevant sind, um digitale Teilhabe tatsächlich auch zu ermöglichen. Und das ist die Grundlage, um überhaupt über irgendetwas bezüglich digitale Demokratie oder andere Partizipationsorte und Formen zu sprechen. Das Erste, was wir brauchen, sind Softwarekompetenzen. Und hier fängt es schon an. Der große Unterschied zur vordigitalen Zeit ist eben, dass wir jetzt nicht voraussetzungslos in Anführungsstrichen vorgehen können. Wenn Sie früher
ein Buch und einen Bleistift und ein Stück Papier hatten oder einen Lehrer statt des Buchs oder eine Lehrerin, konnte Lernen stattfinden. Digital sind die Voraussetzungen durchaus höher. Und eine davon ist Software. Hardware kommt dann noch. Internetanschluss. Softwarekompetenzen. Ich habe jetzt hier einfach mal eine nicht repräsentative, aber sicher sehr illustre Liste an Logos präsentiert von verschiedensten Softwareherstellern, die Sie vermutlich alle, mindestens einen, aber vermutlich zwei, drei verschiedene bei sich in Ihrer Schule, in Ihrer Ausbildungsstätte verwenden. So weit, so gut. Diese Software ist da, man kann sie nutzen. Das Problem ist, sie steht unter der Kontrolle des jeweiligen Herstellers. Das ist jetzt für Sie direkt vielleicht noch kein Problem. Sie wollen ja nicht diese Software verändern, Sie wollen sie nur verwenden. Aber die Einschränkungen, die Sie dadurch haben, durch Lizenzierungsbedingungen, Nutzungsrechte und Ähnliches, die merken Sie andauernd. Viele große Organisationen Firmen müssen relativ viel Geld investieren, um sicherzustellen, dass die Software, die sie in-house bei sich einsetzen, korrekt lizenziert ist. Um sich nicht strafbar zu machen, um nicht Nachzahlungen oder Strafzahlungen zu riskieren. Das ist an Schulen nicht anders. Es gibt natürlich akademische oder auch für Schulen gestaltete Lizenzprogramme, die das dann verbilligen und so weiter. Und vielleicht ist Deutschland auch nicht das Paradebeispiel eines armen Landes, das jetzt genau an der Stelle anfangen müsste zu sparen. Nur das Problem ist deswegen nicht weg. Und die Geldseite, die Ausgaben, die Sie haben und die rechtlichen Einschränkungen, das ist halt nur für eine bestimmte Anzahl verwenden dürfen und nicht frei damit tun können, was Sie möchten, ist ja nur eine Seite davon. Alternativ. Ach so, ja genau. Das ist genau die Geschichte, oder? Diese Software, Werkzeuge, die Sie brauchen für digitale Teilhabe und auch nur um Unterricht zu machen, kostet Geld, muss immer wieder erneuert werden und Sie können einfach nur das tun, was der Hersteller Ihnen offeriert, an Möglichkeiten, an Gestaltungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite, und vielleicht, jetzt würde mich kurz interessieren, bevor wir weitergehen, schauen Sie sich diese Logos kurz an. Wer kennt mindestens eins oder kennt mindestens eins? Okay. Es ist noch schwierig, ich würde es raten, es ist das hier. Es ist noch schwierig zu sagen. Wer kennt drei? Wer kennt sechs? Immer noch recht viele. Okay, wer kennt zehn? Jetzt muss man schon zählen. Ja, so drei Leute vielleicht, fünf, genau, okay. Wer setzt fünf dieser verschiedenen Softwarewerkzeuge tatsächlich ein? Okay, das sind schon deutlich weniger als vorher. Oder? Und die Frage ist jetzt, wieso halten nicht alle die Hand auf? Diese Software ist für alle verfügbar. Sie können, es ist sogenannte Open Source Software oder freie oder Free Software. Das heißt, man darf diese Software herunterladen, man darf sie beliebig verwenden, auf beliebig vielen Rechnern installieren. Wenn man kann und möchte, darf man die Software anpassen an die eigenen Bedürfnisse und so weiter. Also es ist ein ganz anderes Regime, das viel mehr Flexibilität und Möglichkeiten eröffnet bei der Nutzung. Aber tatsächlich nutzen sehr viel weniger Personen, und da sind Sie jetzt eine durchaus repräsentative Gruppe, diese Softwaremöglichkeiten. Und die Frage ist schon, wieso? Ich persönlich verwende seit über 10 Jahren ausschließlich ein offenes Betriebssystem, Linux, auch hier auf dem Rechner. Jetzt bei meiner neuen Arbeitsstelle bin ich nicht der Einzige, aber einer der ganz wenigen, die das tun. Und es ist schwierig, mit dem Rest des Teams oder dem größeren Teil der Organisation zu interagieren, Daten auszutauschen. Ich meine, E-Mail geht natürlich, das ist doch standardisiert, das offene Standard. Aber alles andere,
hakt ein bisschen. Und auch da ist die Frage, wieso eigentlich? Weil wenn wir sagen, wir möchten, jetzt wieder in Ihrem Kontext, wir möchten ermöglichen, dass junge Leute in die digitale Gesellschaft hineinwachsen und deren Möglichkeiten möglichst vollständig ausschöpfen können, dann sollten wir ihnen so viel Möglichkeiten, was Softwarenutzung angeht, anbieten wie möglich. Und irgendwie tun wir das nicht. Das ist ein Punkt, den ich gerne diskutieren würde später. Und es ist ja nicht so, dass es nur darum geht, ja, verwenden Sie jetzt irgendwie Linux oder den Firefox-Browser oder sonst irgendwas, sondern Open-Source-Software erlaubt ja auch das tatsächliche daran arbeiten. Das Beispiel, das jetzt kommt, ist jetzt nicht, sind jetzt nicht Jugendliche, das sind vom Alter her Studenten, so ein bisschen älter. Die haben am Lehrstuhl von Professor Kretschmer eine Software geschrieben, eine App, die heißt Integrate. Sie können sich das auch anschauen, integrate-app.de. Diese App soll Flüchtlingen helfen, sich in ihrer neuen Stadt in Deutschland zurechtzufinden. Dazu wurde einerseits diese Software programmiert und aus bestehenden Open-Source-Komponenten zusammengesetzt und andererseits wurden mit den Städten, und der Prozess läuft weiter, wurden Inhalte mit den jeweiligen Städten zusammengestellt und auf dieser App verfügbar gemacht. Ein weiteres Team übersetzt diese Texte in verschiedene Sprachen, weil Deutsch ist zwar unsere Sprache, aber nicht die Sprache der meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Und wie Sie hier sehen, also es ist kollaborativ, es ist mehrsprachig, es ist ein Open-Source-Projekt. Solche Dinge sind eben auch möglich, wenn ich den Zugang zu Software habe und es ermögliche. Neben Software, also alle Software, die Sie verwenden können, macht keinen Sinn, wenn Sie keine Hardware haben. Das heißt, wir brauchen auch Kompetenz im Umgang mit Hardware. Jetzt denken Sie vielleicht, was heißt Kompetenz im Umgang mit Hardware? Ich muss halt verstehen, wo ich mein Telefon, Tablet, Laptop einschalte und wie ich die verschiedenen Tasten verwende. Am Schluss ist es doch irgendwie doch nur wieder die Frage, wie ich die Software verwende, die darauf ist. Das Ja und Nein. Wer von Ihnen hat sein eigenes, ich nehme es ein bisschen größer, nicht nur Telefone. Wer hat schon mal sein Laptop oder Telefon oder Tablet aufgeschraubt? Ha, jetzt bin ich aber überrascht. Das ist ja eine zweistellige Zahl. Nicht schlecht. Und warum haben Sie das getan? Wenn ich fragen darf, war etwas kaputt oder? Ja, bitte? Okay, also aufgerüstet, so wie man das so herkömmlich macht. Wer hat schon mal sein Smartphone aufgeschraubt? Ah, warum das? Bitte, weil es kaputt war und was? Nochmal? Ah, okay, also das war absolute Absicht. Verstehe. Die Geräte, die Sie hier sehen, sind alle Smartphones und es ist praktisch nicht möglich, sie wirklich auseinanderzunehmen, einfach und irgendetwas zu ersetzen. Oder auch nur irgendwie zu verstehen, was darin passiert. Jetzt können Sie wieder sagen, wer braucht das? Hauptsache es funktioniert. Nun, wir wissen alle seit Snowden, dass in diesen Geräten auch Hardware verarbeitet wird, die wir nicht unbedingt schätzen. Jetzt behaupte ich nicht, dass Sie das aufschrauben können, einfach irgendwo einen Chip rauszwicken mit dem Nagelclipser und dann wird es besser, das nicht. Aber meine These ist, dass wir besser fahren würden als Gesellschaft und vor allem als digitale Gesellschaft, wenn wir es schaffen würden, unsere Geräte, die wir tagtäglich benötigen, und wir benötigen sie wirklich, stellen Sie sich vor, das wäre alles nicht da, dass wir mehr Kontrolle darüber kriegen. Und das bedeutet auch, dass wir sie auseinandernehmen können. Das Stichwort ist offene Hardware. Und jetzt im Kontext von Bildung bedeutet das natürlich, dass ich lerne zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren.
Und ja, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt zu sagen, ich schraube mein Smartphone auf. Das oben links ist übrigens das Telefon, das ich auch selbst seit kurzem besitze. Das Ding nennt sich Fairphone. Das soll man mit Absicht auseinandernehmen können. Und nicht nur, um jetzt zum Beispiel den Akku auszutauschen, was man sowieso, also nur in wenigen Geräten, aber in einigen kann man das, in vielen kann man es nicht, sondern ich kann buchstäblich ganz viele Einzelteile, ich kann die Kamera separat austauschen, ich kann Tasten separat austauschen und so weiter. Der Grund dieses Social Business Fairphone, das zu tun, ist zu sagen, die vielen Milliarden Geräte, die wir jedes Jahr oder jedes zweite Jahr auf einem großen Haufen wegschmeißen oder irgendwo landen, sind eine wahnsinnige Umweltverschmutzung und Verschwendung von Ressourcen. Wenn wir es schaffen, unsere Geräte über eine längere Zeit in Betrieb zu halten, und das können wir nur dadurch, dass wir sie auch öffnen können und Komponenten und eben nicht nur den Akku zum Beispiel auszutauschen, sind wir einfach nachhaltiger unterwegs. Das hat auch den Vorteil, wenn Sie sich die Webseite von fairphone.com anschauen, dass Sie viel mehr Informationen kriegen, was in Ihrem Telefon drin ist und wie es funktioniert. Sie kriegen zum Beispiel die Liste aller Bauteile, Sie bekommen eine ziemlich genaue Aufschlüsselung, was wie viel gekostet hat. Also nicht nur die Teile, sondern auch die verschiedenen Produktionsschritte oder auch Lizenzen für irgendwelche Hardware oder Software. Also diese Transparenz ist jetzt in dem Fall von Fairphone ein Mission-Ziel, also ein soziales Ziel des Unternehmens. Die anderen Beispiele auf dieser Folie sind aber Beispiele für offene Hardware, die es tatsächlich primär erlaubt zu lernen. Wer kann irgendwas zu den anderen Dingen sagen? Also das Smartphone hatten wir. Was sehen Sie noch so? Ein Raspberry Pi, genau. Das ist der rechte. Das linke ist ein sogenanntes Arduino-Board. Und das rechts oben ist ein Beispiel für einen 3D-Drucker. Und natürlich kann ich mit einem 3D-Drucker irgendwelche Plastikhasen machen oder sonstige lustige Formen. Ich kann aber auch, jetzt nehme ich meine nächste Folie ganz kurz vorweg. Mit? Ah, okay. Ja, sorry, ich bin jetzt auch falsch abgebogen, ich wollte die zwei Dinge noch erklären. Also, mit diesen zwei Boards hier, also fangen wir mit dem Raspberry Pi an, das ist praktisch ein bis zur Nichtwiedererkennung heruntergeschnittener Computer. Das ist eine ganz kleine Platine mit Anschlüssen, wie Sie sehen, fürs Internet-LAN, ein bisschen USB, ein HDMI-Port für einen Monitor. Das ist ein vollwertiger Computer. Er ist klein, langsam, verhältnismäßig zu den anderen Rechnern, die Sie zu Hause haben. Aber Sie können, und das sehen Sie an den Stiften da hinten, alle möglichen Dinge daran anschließen und Hardware-Projekte selbst gestalten. Und die Möglichkeiten sind unendlich. Also es gibt Leute, die machen, und das ist noch eine der Standardvarianten, wenn Sie zum Beispiel zu Hause gerne irgendwie Home-Cinema machen oder so, kaufen Sie sich ja in der Regel so eine Box, wo vielleicht eine Festplatte eingebaut ist oder andere Dinge und Lautsprecher und so weiter, und da können Sie Filme schauen. So einen Multimedia-Server können Sie mit diesem Raspberry Pi problemlos selbst bauen. Und es ist eben ein Unterschied. Sie kaufen nicht ein Gerät, das einfach zu ist und gibt Garantie, und wenn es nicht funktioniert, bringen Sie es zurück oder so. Wenn es 3 Jahre alt ist, werfen Sie es weg. Sondern hier verstehen Sie, wie Sie das tun. Sie können Open-Source-Software draufladen, die speziell dafür gemacht ist, jetzt so ein Multimedia-Home-Entertainment-System laufen zu lassen. In der Regel ist das alles Linux-basiert. Sie können irgendwelche Hardware-Geräte, LED-Projekte, die irgendetwas darstellen, alles Mögliche. Also wenn Sie im Internet einfach mal nach Raspberry Pi, also Raspberry Pi für PI und Projekte suchen, werden Sie hunderte von verschiedenen Dingen finden.
Das Arduino-Board auf der linken Seite ist etwas Ähnliches, ist nur noch einen Touch more nerdy oder geeky. In dem Sinne, dass sie noch mehr, also dort geht es auch darum, diese Hardware dann zu programmieren. Während sie es auf der rechten Seite einfach einen ultra kleinen Computer, den sie auch zu Hause einfach in der Steckdose lassen, der braucht 5 Watt oder so, und sie lassen ihn einfach laufen. Sie könnten einen Server aufsetzen, auf den sie könnten ihre eigene Dropbox realisieren zum Beispiel. Einfach als Beispiel, oder ihren eigenen Mail-Server und solche Dinge. Und auf der linken Seite der Arduino ist hardware-orientierter, das heißt, hier nehmen Sie echt den Lötkolben in die Hand, bauen irgendwelche zusätzlichen Platinen dran und realisieren irgendetwas. Sie können eine Wetterstation bauen zum Beispiel, die schließen irgendwelche Sensoren an. Was man mit diesen Geräten machen kann, komme ich nochmal kurz darauf. Was ich mit dieser Slide möchte, ist nicht nur zu zeigen, dass es diese alternative Hardware gibt und dass es nur wenige Beispiele tatsächlich gibt, sondern dass es auch nicht nur zum Spielen gedacht ist. Und wie ich eingangs sagte, klar, man kann Plastikhasen mit einem 3D-Drucker generieren, man kann aber auch solche Dinge mit einem 3D-Drucker generieren. Das ist Dr. Tarek Lubani. Er ist Arzt in Gaza und Sie können sich vorstellen, dass das eine Region ist, wo die medizinische Versorgung sehr schwierig ist und auch sehr schlecht und auch finanzielle Mittel nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Ein Projekt, das das Team um Dr. Lubani umgesetzt hat, ist das, was er um den Hals hängen hat, nämlich ein Stethoskop. Ich weiß nicht, wer von Ihnen eine Idee hat, ich musste das selber nachschauen, was so ein Stethoskop ungefähr kostet. Ab 40 Euro kriegen Sie irgendwas. Ich nehme an, dass die besseren teurer sind, aber eben nicht viel besser. Und hier sehen wir ein Beispiel, im Hintergrund sehen Sie auch das Equipment, wie mit einem 3D-Drucker ein Stethoskop produziert wurde, das verwendbar ist. Und von dem Ärzte, vielleicht nicht alle, sagen, dass es gut genug ist, um es zu benutzen. Also es ist nicht völlig nur ein Stück Plastik und ja, es sieht aus wie ein Stethoskop, aber ich kann es nicht verwenden, sondern es ist ein brauchbares, für den medizinisch-professionellen Bereich brauchbares Stethoskop und es kostet $2,50 in der Herstellung. Also es geht nicht nur darum, dass ich mit solchen Geräten irgendwelche Spielereien machen kann, das tue ich, um zu lernen, damit umzugehen. Ich kann aber mit solchen Technologien wie 3D-Druck, oder wir sehen das heute, mehr und mehr Beispiele, wo 3D-Drucker für die dezentrale Produktion von Dingen herangezogen werden. Als ich dieses Telefon bestellte, konnte man aus irgendwelchen 3 verschiedenen Hüllen wählen, Farben und so weiter. Und das wurde so realisiert, dass ich gesagt habe, was ich möchte, habe ich angekreuzt online und ich habe meine Adresse natürlich angegeben und dann wurde aus dem Netzwerk, das bei Fairphone betrieben wird, der nächstgelegene 3D-Drucker aktiviert. Also nicht der physische Drucker, sondern einfach eine kleine Firma, die das als Dienstleistung anbietet. Und der war natürlich nicht in den Niederlanden, sondern war irgendwo in Deutschland in der Nähe. Also Zubehörteile, die mit einem 3D-Drucker, und es ist ja nicht nur, ich kann ja nicht nur Plastik gießen, ich kann inzwischen ganz, ganz interessante Dinge tun, lassen sich so realisieren. Also es geht viel weiter. Ein 3D-Drucker ist überhaupt nicht nur ein Gerät, mit dem ich lustige 3D-Dinge produzieren kann und ein bisschen Spielerei machen und mein Vorstellungsvermögen trainiere und vielleicht Mathematik, sondern ich kann tatsächlich Dinge tun. Es gibt riesige 3D-Drucker, es gibt Versuche von Architekten, Häuser zu bauen mit 3D-vorgedruckten Bauteilen und so weiter. Und das funktioniert dezentral. Das heißt, auch hier ist es diese Bewegung, wo man versucht, von zentralen Herstellern, Versorgern mehr Unabhängigkeit zu erlangen. Wir haben jetzt gehört, Software-Kompetenzen und Hardware-Kompetenzen. Was es noch braucht für die digitale Teilhabe, sind Inhalte.
und die Fähigkeit, mit diesen Inhalten umzugehen, sie zu verarbeiten. Ich nenne das mal Informationskompetenzen. Was Sie hier sehen, haben Sie vielleicht schon in anderer Darstellung auch gesehen. Was passiert online in 60 Sekunden? Es werden 120 Stunden Video hochgeladen auf YouTube. Es werden 50 Milliarden WhatsApp-Nachrichten verschickt. Auf WordPress.com nehme ich an, erscheinen 1400 Blogbeiträge. Es gehen 340.000 Tweets raus, also in 60 Sekunden. Skype, Instagram, Google, klar, 4 Millionen Suchen in 60 Sekunden, Facebook und E-Mail. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist doch super, oder? Wir haben diese ganzen Dienste, das sind verschiedene Anbieter und irgendwie haben sie alle ein Geschäftsmodell gefunden, dass wir das alles gratis verwenden können. Die Schwierigkeit ist, natürlich ist es nicht gratis in dem Sinne, sondern sie geben schon was an die jeweiligen Anbieter, nämlich Daten. Wenn irgendetwas im Internet gratis ist, bezahlen sie in der Regel mit ihren Daten. Und das ist ein sehr dominantes Geschäftsmodell, das auch sehr stark gewachsen ist in all diesen Bereichen. Und viele Leute von uns, wirklich viele, benutzen, oder wenn ich da jetzt die Frage stelle, benutzen sie eins davon oder zwei oder drei, also die meisten, bis auf vielleicht, na, ich würde sagen, fast alle von uns verwenden fast alles. Das ist schon krass. Und klar, natürlich sind das auch Angebote, wo man selbst etwas beisteuern kann. Natürlich kann ich eigene Videos auf YouTube hochladen. Ich weiß gar nicht, wie die Veröffentlichung von diesen Videos nachher geplant ist. Und es ist kein schlechter Kanal, weil ganz viele Leute sind auf YouTube. Klar, wenn ich viel Publikum möchte, muss ich dorthin gehen, wo schon viele Leute sind. Aber der Punkt ist derselbe wie bei der Software vorhin und auch bei der Hardware. Hier geht es um Plattformen und hier werden die Plattformen kontrolliert von einem Unternehmen oder einer Organisation, die in der Regel bei allen diesen Beispielen auch kommerzielle Interessen hat. Natürlich rechne ich jetzt nicht damit, dass morgen meine ganzen selbst hochgeladenen YouTube-Videos einfach irgendwie weg sind, aber es könnte theoretisch sein. Die AGBs erlauben das. Und was damit passiert und welche anderen Deals die jeweiligen Hersteller mit den Daten, basierend auf den Daten, die sie von mir haben, dadurch, dass ich an diesem Netzwerk teilnehme, verwende, kann ich nur sehr, sehr, sehr limitiert selbst überwachen und kontrollieren. Und darum gibt es auch hier Bewegungen, dezentrale Lösungen zu finden, was nicht so einfach ist, weil dann diese Ressourcen, oder? Und Google hat Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Computern im Einsatz, Servern im Einsatz, die diese Dienste ermöglichen. Wenn wir sagen, wir wollen das nicht mit einem zentralen Anbieter in der Mitte, dann müssen wir diese Ressourcen irgendwie anderweitig aufbringen. Und aber auch dafür gibt es technische Lösungen im Open Software Bereich und im Open Hardware Bereich. Nicht zuletzt mit so einem Raspberry Pi kann ich auch ein Sharing-Netzwerk aufbauen, untereinander, das ohne zentrale Abhängigkeiten auskommt. Im schulischen Bereich kennen Sie vielleicht so etwas, oder vielleicht verstehen einige darunter und Digitalität im Unterricht, dass ich jetzt halt statt einer Tafel mit Kreide halt ein interaktives Board habe, im Prinzip ein großer Touchscreen, der je nach Software, die darauf läuft, mir erlaubt, verschiedene interaktive Dinge zu tun. Und natürlich gibt es die ganzen Reader, auf denen ich jetzt statt das Schulbuch zu drucken, irgendeine Variante elektronisch anbiete. Wir haben das Gleiche wie bei den Telefonen, wie bei den Laptops und Tablets und anderen Geräten. Es sind proprietäre Geräte, weil der eine Anbieter kein großes Interesse daran hat, dass sie die Dokumente, die sie woanders gekauft haben, auf dem eigenen Gerät nutzen können. Das ist eine Plattformstrategie, das ist
Klar, oder? Es ist ein Unterschied, ob Sie ein Kindle oder ein Tolino oder wie sie alle heißen, verwenden. Und der Austausch kann klappen, muss aber nicht. Sie müssen immer jeweils schauen, in welchen Formaten ist das, was Sie lesen möchten, erhältlich beim Kauf. Und erlaubt das Gerät, das Sie haben, dieses Format zu lesen. Und es ist nicht einfach so, dass alle Geräte und alle Dokumentarten zusammen harmonieren. Und das liegt daran, dass es einfach Plattformbetreiber sind, die ihre eigene Plattform stärken, ausbauen und mit allen anderen konkurrieren. Und auch hier wieder halt dann natürlich dieses Bild. Das heißt, was Sie kennen, habe ich links kurz aufgelistet, da gibt es sicher noch andere Begriffe, aber das ist das, mit dem wir uns alle, nicht nur Sie als Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir alle uns dauernd beschäftigen müssen. Wir müssen unsere Rechner irgendwie besorgen, uns überlegen, was nehmen wir, das ist mit, Sie brauchen Passwörter, Sie brauchen Lernsoftware, dafür gibt es Lizenzen, die Lizenzgebühren, mit Lerninhalten ist das ähnlich, gibt es auch Nutzungsbedingungen und Zugriffsrechte. Sie müssen sich mit diesem ganzen rechtlichen Thema seit kurzem beschäftigen. Das mussten Sie nicht vor 20 Jahren, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Sie haben diese Bücher besorgt und dann ging es los. Und heute ist es plötzlich nicht mehr so einfach. Dieses Urheberrecht ist jetzt plötzlich überall da, weil digitale Technologien Einzug halten im Lehrbereich, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, basieren auf Urheberrechten. Und wofür ich plädieren möchte, ist, dass wir uns auch bei den Inhalten, genauso wie bei der Software, als auch bei der Hardware, überlegen, wie können wir Inhalte offen gestalten. Ich nehme an, dass alle im Raum Open Educational Resources als Begriff kennen. Wer von Ihnen verwendet OERs in Ihrer täglichen Arbeit? Genau, noch sehr wenige. Das Thema ist noch ganz am Anfang. Das Logo auf der rechten Seite, dieses orange geöffnete Schloss, steht für Open Access. Das ist ein ähnlicher Gedanke im Wissenschaftsbereich, wo man sagt, die ganzen wissenschaftlichen Artikel, die geschrieben werden, sollten eben nicht an Verlage wandern, die sie dann verkaufen im Sinne von Abonnementen, die dann wieder die gleichen Leute, die diese Papers geschrieben haben, abonnieren müssen. Das sind sehr viel, also sind sehr hohe Kosten, weil es auch sehr enge Märkte sind, oder? Das heißt, für eine bestimmte Fachzeitschrift gibt es einfach einen bestimmten Markt, nämlich die Wissenschaftler, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und die gehen auch nicht einfach woanders hin, wenn das Heft zu teuer wird. Also wenn sie ein Auto kaufen und ihnen ist irgendeine deutsche Nobelmarke zu teuer, dann nehmen Sie eine andere deutsche Marke oder eine ausländische Marke. Sie können wählen. Es gibt die Möglichkeit zu substituieren. Bei Wissenschaftsfachzeitschriften geht das nicht so einfach. Wenn Sie in ein Top-Journal hinein möchten, dann möchten Sie in dieses Top-Journal, die werden ja auch gerankt. Und von dem her ist der Preis nicht so richtig von der Nachfrage abhängig und steigt entsprechend kontinuierlich an. Und das dritte Logo, da steht das Wort dabei, Open Data, ist ein Bereich, mit dem ich mich schon eine Weile beschäftige. Offene Daten bedeutet, dass eine Organisation, im Moment sind das hauptsächlich öffentliche Einrichtungen, Regierungen, Ministerien, Behörden, Städte und so weiter, Infrastrukturdaten, die sie bereits besitzen, weil sie aus irgendwelchen Gründen einfach erfassen und bei sich verwalten. Zum Beispiel hat die Stadt München eine Liste aller Restaurants mit Adressen, nicht nur, weil sie die Bewilligung dazu verwalten, sondern auch, weil sie Hygieneprüfungen machen und andere Dinge. Nur ganz viele dieser Daten, dieser Infrastrukturdaten, werden natürlich für nichts anderes verwendet, außer für diesen einen, im Extremfall ist es eben nur ein Zweck, für die sie erhoben werden. Sie könnten aber durchaus viel mehr Nutzen entfalten, wenn mehr Leute Zugriff darauf hätten und diese Daten nutzen könnten, und zwar in maschinenlesbarer, digitaler Form. Stellen Sie sich vor, die Stadt München würde in einem ersten Schritt die Liste aller Restaurants und Gaststätten in den Stadtgrenzen Münchens online veröffentlichen. Sagen wir als PDF, weil diese Liste irgendwo als PDF generiert wurde.
Das wäre schon mal was, dann könnte ich mir diese Liste nehmen, könnte sie zumindest mal anschauen. Ich hätte mal eine Liste mit allen Restaurants, das ist nicht so schlecht. Nur es ist eine PDF-Liste. Das heißt, ich kann nicht viel damit tun, außer sie anzuschauen oder sie noch auszudrucken. Das ist aber nicht das, was unter offenen Daten verstanden wird. Unter offenen Daten würde man verstehen, dass dieselbe Liste als echt editierbare Tabelle veröffentlicht wird. Ob das jetzt ein Spreadsheet ist oder eine echte Datenbank oder nur ein flaches Textfile, ist egal. Jedenfalls kann ich per Software auf diese Datei dann zugreifen und kann automatisiert darauf zugreifen. Ich kann die Restaurants sortieren, ich kann nach Stadtteilen, nach was auch immer, ich kann sie weiterverarbeiten. Und das würde offene Daten bedeuten, weil dann kann jemand, der es kann, und die Open Source Software dazu ist ja vorhanden, ein Werkzeug bauen, wo ich auf einer Karte zum Beispiel alle indischen Restaurants in München in meinem Umkreis anzeigen lassen könnte. Um vom PDF bis dahin zu kommen, ist ein Wahnsinnsaufwand. Von einer Tabelle dahin zu kommen, schaffen Leute wahrscheinlich in wenigen Stunden. Und es ist nicht nur so, dass es technisch ermöglicht wird mit offenen Daten, sondern es ist auch explizit rechtlich erlaubt. Es werden also die Logiken, die es aus der die in der Open Source Welt ursprünglich entstanden, also freie Software ist im Prinzip die Pionierbewegung, die diese Grundansätze, ja, ich darf diese Software verwenden, ich darf sie verändern, ich darf sie weitergeben, ich darf sie sogar verändert weitergeben. Diese Freiheiten wurden weiterentwickelt und auf andere digitale Artefakte angewendet. Wikipedia-Artikel sind auch lizenziert mit einer Lizenz von Creative Commons, die im Geiste von Open Source Software kreiert wurde. Und hier stehen wir erst am Anfang. Diese Open Data Bewegung ist sehr jung, wenige Jahre alt. Was in der Regel passiert ist, dass wenn eine Regierung oder eine Behörde sagt, wir machen jetzt offene Daten, dann wird ein Portal gebaut. Da gibt es auch schon Open Source Lösungen dafür. Also eine spezielle Software, die es mir erlaubt, auf einer Webseite Datensätze anzubieten. Weil am Ende des Tages will ich ja nicht, dass, also es können natürlich Menschen diese Website auch anschauen, aber es ist nicht so spannend, es ist einfach ein Verzeichnis von Datensätzen. Spannend ist es, wenn Sie mit dem Computer darauf zugreifen, und zwar direkt sich einklinken und direkt auf diesen Datensatz drauf können und ihn herunterziehen und mit irgendeinem anderen verbinden. Deutschland hat auch so ein Portal, das nennt sich govdata.de, also governmentdata.de. Schauen Sie mal rein, die wurde gerade vor wenigen Wochen relaunched, wie man so schön sagt, neu gestartet. Darauf finden Sie Daten von allen möglichen Ebenen, verschiedene Bundesministerien, Städte, Länder. Und wenn Sie sonst nichts mit dieser Webseite anfangen, können Sie schauen, ob es aus Ihrem Fachbereich, aus dem Bereich, an dem Sie Unterricht geben, vielleicht gibt es interessante Datensätze, die man irgendwie im Unterricht einbauen könnte. Weil das sind Dinge, die Sie vorher nicht hatten. Eine Liste aller Städte in Deutschland oder eine, die Einwohnerzahlen oder Migrationsströme oder wo sind alle Hydranten in einer Stadt. Die Liste der Namen der Neugeborenen 2015 in der Stadt XY. Es gibt alles Mögliche. Und ich möchte nur ermutigen, dieses Angebot versuchen bei sich einzubauen. Das ist auch ein Schritt in die Richtung digitale Teilhabe, der Umgang mit Daten. Der vierte und letzte Bereich sind neue Lernformate. Es ist ja sehr üblich inzwischen, dass man irgendwelche Dinge mit Version 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, also wer am hipsten im Moment ist, ist irgendwas mit 4.0. Das Folgende ist, die Nummerierung ist also nicht ganz so ernst zu nehmen. Sie werden aber verstehen, was ich meine mit meinem Punkt. Also, das kennen Sie. So sah es zu meiner Schulzeit auch noch aus. Das typische Klassenzimmer. Das kann auch einer Uni so aussehen. Lernformate 2.0 ist, jetzt sind wir digital und alle haben Computer. Aber das Prinzip hat sich noch nicht dramatisch verändert. Lernformate 3.0
Wem sagt die Khan Akademie oder Khan Academy etwas? Okay, so 5 Leute. Salman Khan war ein, ich glaube, Investment Manager, der seiner Cousine oder Nichte oder so Nachhilfe gab in Mathematik. Und weil sie nicht in der gleichen Stadt wohnten, war das etwas mühsam. Und irgendwann kam man auf die Idee, er kann ja das, was er erklärt, auch kurz einfach irgendwie aufnehmen. 2-3 Minuten kleines Video, die ganze Ausrüstung ist ja da, und das auf YouTube hochladen. Und das hat recht gut funktioniert. Er hat wohl auch ein pädagogisches Flair, Dinge zu erklären. Und da er es auf YouTube hochgestellt hat, hieß das, dass auch andere Leute diese Videos anschauen konnten. Und die Nachfrage stieg ganz überraschend, ganz stark an. Und Khan überlegte dann, okay, können wir daraus mehr machen? Und so ist in den letzten Jahren die Khan Academy entstanden, die genau das tut. Sie bietet kürzeste, also das sind meistens nur wenige Minuten, die eine spezifische Fragestellung erläutern, also kurze Videos an zu allen möglichen Bereichen. Es hat angefangen mit Mathematik. Heute gibt es aber alle möglichen Schulfächer und natürlich ist es auch eine ganze Organisation. Er hat dann auch seinen ursprünglichen Job verlassen und sich komplett auf das konzentriert. Und heute ist die Khan Akademie eine Non-Profit-Organisation, die Unterrichtsmaterial nicht nur einfach als Material anbietet, sondern tatsächlich Unterrichtssegmente, die aufgezeichnet wurden, anbietet. Coursera ist eine ähnliche Idee auf Uni-Ebene. Coursera ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Hochschulen einerseits, aber auch Einzelpersonen können sich dort registrieren. Und ich kann von diesen Unis angebotene Online-Kurse, das sind häufig in Kombination mit sogenannten MOOCs, also Multi-User oder Massive Online Courses, wo hunderte von Leuten teilnehmen, gleichzeitig über mehrere Wochen. Und ich kann dieses ganze Angebot gratis nutzen. Es gibt noch ein nicht datenbasiertes, sondern ein geldbasiertes Geschäftsmodell. Ich kann praktisch für jeden Kurs, den ich besuche, auch eine Prüfung machen, mit einem Zertifikat abschließen. Und das kostet dann $50, $100, $150, je nachdem. Also ja, man kann einerseits viel darüber diskutieren, wie die Geschäftsmodelle dahinter aussehen. Nichtsdestotrotz, plötzlich werden Universitätskurse, und da gibt es auch Dutzende verschiedene Disziplinen, für ganz viele Leute verfügbar. Und ich habe schon auf den Portalen wie Xing oder LinkedIn schon gesehen, wie junge Leute inzwischen ihre Coursera-Kurse als Referenzen und Ausbildungspunkte hinschreiben. Also die Art, Wissen zu vermitteln, ändert sich gerade massiv. Hier ist ein Beispiel aus München. Das ist das Startup Serlo. Hat jemand von Ihnen von Serlo schon gehört? Okay, 2 Leute. Serlo ist auch ein Social Business, ein Non-Profit, dessen Ziel es ist, alle Lehrpläne im Wikipedia-Stil digital zu machen. In einer kollaborativen Art und Weise. Das heißt, ich könnte mich hinsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder in dem Alter hätte oder wie auch immer, oder ich den Lehrplan halt kenne und auch das Thema und mich auskenne, zum Beispiel jetzt Mathematik war das erste Fach, und kann dort Lerninhalte einspeisen. Also es ist nicht nur, dass es eine Plattform ist, die Zugang für alle ermöglicht, sondern sie erlaubt auch Teilhabe von allen dadurch, dass man sagt, wenn du Know-how hast in diesem Fach, mach mit, erklär ein Modul, einen Abschnitt. Hilf uns, das Wissen, das Schulwissen frei verfügbar zu machen in digitaler Form. Ein sehr spannendes Projekt. Das letzte Beispiel aus dieser Kategorie neue Lernformen. Wer von Ihnen hat diesen Begriff Hackathon schon mal gehört? Okay. In welchem Zusammenhang haben Sie den Begriff schon gehört?
Jugendarbeit hier in Deutschland? Mhm. Genau. Genau, das ist ein Beispiel. Bevor ich darauf eingehe, ein Hackathon für alle anderen ist eine Veranstaltungsform, in der Regel so über ein Wochenende, jedenfalls mindestens einen Tag, vielleicht zwei, wo Freiwillige in Anführungszeichen sich treffen, um gemeinsam softwarebasierte Projekte durchzuführen in einer kollaborativen Art und Weise. Und softwarebasierte Projekte kann alles Mögliche sein. In der Regel finden Sie diese ganze offene Hardware, die ich vorhin hier kurz gezeigt habe, an solchen Hackathons. Irgendjemand hat eine Idee, er möchte, keine Ahnung, einen Videorekorder mit einem Raspberry Pi programmieren. Und dann finden sich zwei, drei andere, die diese Idee auch gut finden. Man sitzt zusammen und macht das einen Tag lang oder zwei. Man lernt Umgang mit Software, man lernt Umgang mit Hardware, man lernt Umgang mit anderen Menschen, zusammen ein Projekt zu gestalten und zu erarbeiten und am Schluss auch zu präsentieren. Und sehr häufig, nicht nur, es gibt verschiedene Typen von Hackathons, es gibt auch tatsächlich kommerziell ausgerichtete, wo eine Firma einfach sagt, für uns ist das ein spannendes Format, um neue Ideen in unser Unternehmen hineinzutragen. Dann gibt es meistens irgendwelche Preisgelder am Schluss oder irgendwelche Geräte, die verschenkt werden für die besten Projekte, was auch immer dann das beste Projekt ist oder was die Kriterien dafür sind. Aber es gibt auch sehr viele community-orientierte Zielsetzungen. Und das Beispiel viel gerade, Jugendhackt, ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation zusammen mit der Organisation Mediale Pfade. Jugendhackt nimmt das Format des Hackathons, das ja ursprünglich jetzt nicht für Jugendliche designt wurde, sondern für, sage ich, junge Erwachsene, und setzt es und adaptiert es für ein jugendliches Publikum. Hier ein kurzes Zitat aus dem Handbuch für Jugendhackathons, welches das Projekt Jugendhackt herausgegeben hat und das auch als Open Educational Resources verfügbar ist. Drei Ziele von Jugendhackt. Das erste ist, wie schon erwähnt, technische Fähigkeiten von Programmiertalenten zu fördern, Jugendliche untereinander zu vernetzen und nicht nur dort, wo sie wohnen, sondern auch überregional. Und dabei gesellschaftlich relevante Fragen und Problemstellungen zu identifizieren und zu bearbeiten. Jugendhackt 2015 in Berlin hatte das Thema Refugees. Es waren auch Flüchtlinge eingeladen, die interviewt wurden, mit denen diskutiert wurde, was ihre Bedürfnisse sind, wie man ihnen helfen kann und wie sich das durch neue Technologien lösen lässt. Und darum ist auch der letzte Satz unten, Beschäftigung mit der Ethik des Hackens, sehr wichtig. Dieses Wort Hacking hat eine sehr negative, nach wie vor recht negative Konnotation, ist aber ursprünglich überhaupt nicht so gemeint. Hacken bedeutet einfach nur der spielerische Umgang mit etwas, versuchen herauszufinden, wie etwas funktioniert. Die Bösen, wenn Sie mal böse beschreiben möchten, nennt man eigentlich Cracker. So, wenn Sie sich überlegen, es gibt auch verschiedenste Videos zu Jugendhackt, die man auf YouTube, Überraschung, anschauen kann, dann werden Sie sehen, auf dieser Taxonomie-Skala von Bloom bewegen wir uns sehr weit rechts. Es geht sehr stark darum, zu analysieren, zu überlegen, sich eine Meinung zu bilden, mit anderen zu diskutieren, etwas zu evaluieren und sich selbst einzubringen. Und das Ganze findet in einem sehr stark selbstgesteuerten Umfeld statt. Also nicht die Schulstunde beginnt, nach einer Stunde ist es rum und dann kommt ein anderes Thema, sondern hier sind die Leute so lange dran, wie sie möchten und sie suchen sich ihre Themen auch selbst aus. Zusammenfassend, ich glaube, für digitale Mündigkeit und Digital Literacy als wichtige Grundvoraussetzung für eine digitale Demokratie brauchen wir Hardware-Kompetenzen, Software-Kompetenzen, Informationskompetenzen im Sinne von Umgang mit Daten und Inhalten und natürlich Sozialkompetenz, weil ganz viele Dinge nicht mehr alleine gemacht werden heute. Und das Angebot aus der sogenannten Open-Welt ist, es gibt offene Hardware, offene Software,
Es gibt offene Inhalte, noch nicht viele, aber ich hoffe, wir arbeiten alle daran, dass das mehr wird. Und es gibt auch offene Formate, die tatsächlich physische Partizipation erlauben für ganz viele Menschen. Und am Schluss habe ich noch einen kleinen Case. Er ist noch nicht durch, der Case, aber ich habe vor ein paar Wochen einen jungen Mann kennengelernt, der ist 23, er heißt Dominik. Er war gerade in Diskussion mit seinen Eltern, die gesagt haben, wenn du dein Abi machst, darfst du nach einem Jahr bei uns wohnen, sonst musst du gehen. Er macht aber, wenn sie mit ihm reden würden, überhaupt nicht den Eindruck eines Aussteigers, der jetzt keinen Bock mehr auf Schule hat, sondern er hat Wichtigeres zu tun, als sein Abi zu machen im Moment. Er hat sich die letzten, glaube ich, 3 Jahre oder so hauptsächlich mit der Technologie hinter Bitcoin beschäftigt. Wem von Ihnen sagt Bitcoin etwas? Genau, das ist diese digitale Währung. Und die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Und die Technologie, die darunter liegt, nennt sich Blockchain-Technologie, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es ist relativ komplex, aber es erlaubt Dinge, die wir bisher als Gesellschaft nicht lösen konnten, auch nicht digital. Das ist eine total spannende Entwicklung. Jedenfalls, er beschäftigt sich seit ein paar Jahren damit und hat aber gleichzeitig interessanterweise zum Beispiel noch nie in seinem Leben gewählt. Und jetzt, wenn Sie lesen, was er vorhat, ist es total spannend. Er hat an einem Hackathon in Singapur teilgenommen, wo er an einem Wochenende, oder? Das war dann eine kommerzielle Veranstaltung mit Banken, $30.000 gewonnen hat, weil er einen ersten Preis gemacht hat. Und er ist gerade dabei, ein Startup zu gründen, mit dem Ziel, diese neue Technologie, die er sich jetzt angeeignet hat, weil sie Open Source ist und zugänglich, außerhalb des Schulsystems erworben hat, einen neuen Ansatz für digitales Wählen, für Online-Wahlen zu schaffen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, die Technologie ist sehr mächtig und er ist auch ein sehr cleverer Typ, so wie ich ihn kennengelernt habe. Das soll nur als ein Beispiel sein, wie wir dieses Empowerment realisieren können, dadurch, dass Technologien, Software, Hardware, Inhalte offen verfügbar sind. Vielen Dank. So, vielen Dank für Ihren Beitrag. Das, finde ich, war eine sehr gute Ergänzung dazu. Wir haben bisher meistens gehört, wie man Medien nutzen kann, um politische Beteiligung zu stärken. Hier geht es ja direkt darum, auch in der Anwendung und Entwicklung von Medien kann man Teilhabe anwenden. Das ist ja sozusagen Ihr Plädoyer. Und es wirft natürlich eine Menge Fragen auf. Die haben schon einige ins Publikum quasi reingeworfen. Deshalb bitte jetzt noch 10 Minuten, 15 Minuten für euch. Die Diskussionsrunde. Zunächst mal eine Anmerkung zu WordPress, was in dieser 60-Sekunden-Übersicht war. Das ist doch eine offene Software und auch unkommerziell, wenn ich richtig informiert bin, oder? Ja. Also ja, genau. Aber? Und WordPress selber bietet einfach noch ihre eigene, also ja, das ist richtig, das ist ein Stück Software zum Bloggen, das man bei sich installieren kann. Es gibt aber, und ich glaube, das war die Statistik, es gibt eben auch WordPress.com, wo man sich quasi einfach registrieren kann. Und dann kriegst du eine Domain, die irgendwas WordPress.com irgendwas darstellt und du kannst dort bloggen. Also sprich, du nutzt die Software as a Service und installierst sie nicht bei dir. Und ich nehme an, dass die Statistik von dort ist, weil den Rest wissen sie nicht. Das können sie gar nicht messen und es wäre viel größer. Okay, und noch eine Frage, ja schon eine Art Frage oder auch eine Beobachtung zu Linux und Limux, was ja in der Stadt München eingeführt wurde vor einigen Jahren. Wo die Mitarbeiter, die hier im Saal sitzen von der Stadt, auch ein Lied davon singen können, leider kein gutes, und wo die Stadt schon wieder überlegt, ob sie nicht zurückkehrt zu Windows. Da zeigt sich die Problematik von offenen Formaten, dass es eben leider für die Kommunikation mit dem Rest der Welt manchmal schwierig ist, wenn man auf so ein offenes System, auf so einem offenen System basiert, während die meisten anderen mit Windows arbeiten.
Was kann man da machen? Also gerade im Softwarebereich ist es extrem schwierig, Pionier zu sein in der offenen Welt, weil Software halt diese Eigenschaft hat der Kompatibilität oder eben Nicht-Kompatibilität. Das heißt, verschiedene Softwareanwendungen arbeiten gut oder nicht so gut zusammen. Und klar, wenn man der Einzige ist, und die Stadt München ist die einzige Stadt, also es gibt natürlich inzwischen weitere Beispiele von anderen Städten in Europa oder anderen öffentlichen Einrichtungen, die auch gewechselt haben auf einen Linux-Desktop, dann ist es schwierig. Oder Sie müssen zum Beispiel Daten austauschen mit Berlin, und Berlin hat halt die Software, die Berlin hat, und erwartet, dass nachrangige Organisationsebenen in der Verwaltung damit interagieren können. Und die Hersteller dieser ganzen Software haben nicht unbedingt das Interesse, dass eine freie Wahl der Software möglich ist, weil sie natürlich Geschäftsmodelle dranhängen haben. Was ich nicht glaube, ist, dass die Stadt München zurückgeht. Das wäre IT-strategisch ziemlicher Wahnsinn. Jetzt hat man viele Jahre investiert, Geld und Zeit und auch Nerven investiert und hat es geschafft. Also man muss schon sagen, dass man es auch geschafft hat. Also man hat von, ich weiß die aktuelle Statistik nicht, als ich dabei war, hieß es 80% von 15.000 Rechnern. Dann erreicht wurde irgendwie 14.000 irgendetwas, und heute sind, glaube ich, aber die Anzahl Rechner auf 18.000 gestiegen. Also ist egal, also das Ziel war, die Mehrheit der Arbeitsplätze zu migrieren, und das Ziel wurde erreicht. Es ist richtig, ich habe vorher gesagt, dass ich seit 10 Jahren Linux verwende, und ich war auch etwas überrascht, dass mein Linux-Desktop bei meinem Arbeitgeber deutlich älter war von der Software als das, was ich persönlich gewöhnt war. Damit will ich sagen, dass es durchaus möglich wäre, viel neuere Software einzusetzen, die dann auch besser funktioniert. Und es ist klar, dass ein Mitarbeiter nicht versteht, warum er im Büro eine Softwareversion so und so hat und zu Hause eine, die drei Stufen neuer ist und natürlich dann noch mehr kann oder weniger Fehler hat und so weiter. Das würde ich aber nicht der Open-Source-Bewegung oder den Tools der Software an sich anlasten, sondern es ist einfach auch recht schwierig, so ein Projekt durchzuziehen. Und ich glaube, was die Stadt München jetzt, wenn sie eine zweite Chance hätte, dieses Migrationsprojekt zu machen, vermutlich, hoffentlich tun würde, was eben damals nicht der Fall war, ist zuerst die sehr heterogene, um nicht zu sagen chaotische Landschaft, die damals vorherrschte. Also es waren alle damals, zum damaligen Zeitpunkt existierenden Windows-Versionen, waren irgendwie im Einsatz. Auf verschiedenster Hardware, verschiedenste Referate hatten ganz eigene IT-Gebilde gebaut. Sprich, das Team, das dann diese Migration machen sollte, ging quasi in jedes Büro neu rein und musste sich mit der neuen Situation auseinandersetzen. Was für Hardware ist da, welche Software, wie sieht ein Migrationspfad aus? Hätte man bereits eine homogene Landschaft gehabt, dass man sagt, ja, wir haben zwei verschiedene, wir haben eine Version eines Laptops, eine Version eines Desktops oder vielleicht auch zwei jeweils, und wir haben vielleicht zwei verschiedene Versionen von diesem Windows in der ganzen Stadt im Einsatz, dann hätte man 4 oder 5 Konfigurationen müssen sich überlegen und zu wechseln, und so war es eine beliebige Anzahl. Das macht man in keinem IT-Projekt so. Oder? Und es hat auch gar nichts mit Linux und Open Source zu tun. Das hätte bei allen anderen Migrationen auch zu Wahnsinnsaufwänden geführt. Nichtsdestotrotz, ich halte das Beispiel der Stadt München nach wie vor für ein extrem wichtiges, weil es trotz aller Schwierigkeiten und als Pionier kann man auch niemanden anderen fragen, wie man es denn am besten tut. Es gibt keine Best Practice. Die isst man dann selber, wenn es gut geht. Es trotzdem durchzieht, und was die Stadt München mit diesem Projekt gezeigt hat, ist, dass es geht. Es klemmt, es gibt sicher Probleme, vor allem an den Schnittstellen nach außen. Aber wir müssen uns auch überlegen, warum ist es eigentlich heutzutage so, dass mir irgendjemand von irgendwoher ein E-Mail schickt mit einem Anhang, einem Dokument und einfach davon ausgeht, dass ich dieses Dokument öffnen kann, weil ich genau diese Software bei mir habe. Warum ist das eigentlich so? Einfach nur, weil wir es gewöhnt sind, weil es einfach schon seit 20 Jahren so ist, weil ein paar wenige Anbieter
den Markt dominieren, und das hat auch mit dieser Eigenschaft von Software der Kompatibilität zu tun. Es ist eben, oder, wenn ich hier in den Raum reinkomme und gucke, was verwenden diese Leute für Software, und sehe, 90% verwenden Software X und 10% verwenden Software Y, und die beiden funktionieren nicht so gut miteinander, wähle ich dann X oder Y? Das ist die Schwierigkeit. Und ich kann diesen Druck, mich dem größeren Netzwerk anzuschließen, nur dadurch aus dem System rausnehmen, indem ich die Netze interoperabel mache, indem ich es technisch so gestalte, dass ein Datenaustausch, egal welche Software ich verwende, möglich ist. Und darum ist der noch viel wichtigere Punkt bei IT in einer Organisation, aber auch in Schulen, die Einhaltung offener Standards. Das Thema haben wir jetzt überhaupt nicht angesprochen, aber es gibt auch im Thema Standardisierung von Dateiformaten, von Austauschformaten, von Dokumenten und so weiter, gibt es offene Standards und es gibt andere. Und wir sollten uns alle wirklich bemühen, und zwar so wenig Kompromisse wie möglich zu machen, dass wir in Zukunft offene Standards einsetzen. Dass jeder selber wählen kann, welche Software er nutzt, und dann ist es auch viel einfacher, sich für offene Lösungen zu entscheiden. So, dann stelle ich die dritte. War noch eine? Oh. Also meine Frage wäre zuerst, wo ist die Cloud? Wessen Cloud ist das? Okay, schon, oder? Genau. Also klar, in dem speziellen Fall würde man sagen, die Daten, die die Schüler und Schülerinnen da irgendwie erfassen und die dann auf der Cloud landen, keine Ahnung, sind Schulaufsätze, sind irgendwelche Beispielrechnungen, die schon mehrfach durch, also Hausaufgaben vielleicht, das ist jetzt nicht vielleicht privacy-relevant. Und trotzdem, trotzdem gibt es den Druck, den ich gerade eben schon erwähnt habe, mit diesen Netzwerken. Ich würde es an Ihrer Stelle versuchen, selbst aufzubauen. Es gibt Software, also Sie brauchen ja im Prinzip nur einen Rechner, der im Internet hängt, jemand, der in irgendeine Cloud-Software drauf spielt. Und dann können die Schüler diese Cloud verwenden, die steht bei Ihnen im Keller vielleicht. Also die Hürde ist, es ist viel aufwendiger, als einfach diese Geräte zu kaufen und das bei Google zu registrieren. Und da kann ich nicht dagegen argumentieren, das ist so. Es ist vermutlich auch verhältnismäßig günstig, weil natürlich die Firma Google mit sehr hohen Economies of Scale arbeitet. Das heißt, sie können das sehr günstig machen, weil sie große Zahlen haben, oder? Und sie müssen, wenn sie es für sich jetzt lösen, keine Ahnung, 20 Rechner oder so irgendwie besorgen und das selber einrichten. Ich würde es aber wirklich auf einen Versuch, ich weiß nicht, wie alt Ihre Schüler sind, vielleicht gibt es aber... Ja, okay. Ich würde es mir überlegen, es ist nur ein Versuch und es würde sich vielleicht lohnen, einen Hackathon zu diesem Thema zu machen. Sie machen einen Hackathon mit Ihren Schülern, laden vielleicht mit den Jugendlichen, laden vielleicht tatsächlich noch ein paar Leute aus der, und es gibt viele Communities im Raum München, die sich mit Open Source Software und auch Hardware Projekten beschäftigen, laden die alle ein und sagen, wir machen jetzt mal einen Tag, wir möchten eine eigene Cloud-Lösung, um X, Y und Z zu machen. Und wenn es nichts wird, haben Sie 2 Tage verloren und ein bisschen Geld und dann können Sie immer noch die Dinger kaufen. Na gut. Kann man vielleicht nachher mit einer Tasse Kaffee weiterführen. Ne? Also es wird ja nicht in München stattfinden, sondern wenn, dann woanders. Ne? Also in Norddeutschland. Ich würde mich gerne bei Ihnen bedanken.
dafür, dass Sie mindestens viele schlechte Gewissen erzeugt haben, aber vielleicht auch öfters mal so die Hinterfragung dessen, ob das, was wir machen, wo wir uns einlassen, ob das nicht auch ein Einlullungsprozess ist. Ne? Weil Sie stellen ja die Frage, was macht man? Na, man will viele erreichen. Wir sagen der Jugendarbeit Lebensweltorientierung, das heißt, wir gehen dahin und mit den Methoden, die Jugendliche kennen, also das ist viel Umlernen und Umswitchen. Und bis man open-minded ist, wird das ein bisschen dauern und braucht man vielleicht den einen oder anderen Anschub. Ich freue mich, dass Sie das hier getan haben und hoffe, dass die Community sich auch verbreitet im Sinne einer echten Teilhabe. Vielen Dank. Vielen Dank.